Ich weiß nicht, was das ist. Ich trinke so gern ein Flascherl Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder ein Sonntag sein. Ich sitze oft stundenlang allein auf einem Fleckerl, in einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm. Doch ich bin selig dort und ich weiß warum. In die nächste Runde der kulinarischen Köstlichkeiten ging es wieder in die Kitzbüheler Hinterstadt. Hier wurde beim Weinfest ein umfangreiches Weinangebot und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Wir sind hier im Hof der Bezirkshauptmannschaft in der Hinterstadt, wo vor kurzem erst gerade das französische Fischfest oder der französische Fischmarkt stattgefunden hat. Und heute hier ein toller Weinmarkt, ein Weinfest. Einer der Organisatoren ist der Mike Meyer-Reisch vom Sporthotel Reisch. Mike, warum macht ihr das? Wir machen das aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal, um die Winzer, die nicht so bekannt sind in unserer Region, ein bisschen nach Kitzbühel zu bringen. Und zwecks der Gemütlichkeit und weil wir einfach in der Zeit ein bisschen die Stadt ein bisschen beleben wollen. Ja, das belebt absolut die Nachsaison. Zweiter Organisator oder Mitorganisator ist Walter Hopfner vom Sporthotel Biegelhof. Walter, du bist ja ein Weinexperte, hast einen großen Weinkeller in deinem Hotel. Wie schaut es denn überhaupt aus so mit dem Weinkonsum? Ja, der Trend zum Wein ist eigentlich ungebrochen, also Tendenz immer nach oben steigend. Bier geht eher ein bisschen zurück bei uns, muss ich sagen, beim gehobenen Kunden. Und der Weinverbrauch ist in den letzten Jahren also bei uns in etwa um 20% gestiegen. Also es ist schon Bedarf, da neue Winzer zu entdecken, weil die sehr, sehr gängigen Winzer, die jeder kennt, eigentlich vom Preis her teilweise schon sehr abgehoben sind. Ja, ihr tut hier heimische Winzer vorstellen, aus dem Burgenland, aus Niederösterreich, also nicht Franzosen oder sonst was, das finde ich nämlich sehr gut. Der österreichische Wein hat ja, glaube ich, weltweit einen ganz guten Ruf. Ja, der österreichische Wein hat also immer mehr einen besseren Ruf, also wird also weltweit exportiert inzwischen schon und wir suchen immer neue Winzer aus, teilweise schon welche, die also mehrere Jahre kommen, aber immer wieder neue dazu, damit sie ihre Produkte präsentieren können. Die sind auch preislich nur so, dass man sagt, das kann man sich leisten. Ja, wir haben jetzt Hubert Kabun vom Weingut Moser aus der Südsteiermark vor dem Mikrofon und vor der Kamera. Herr Kabun, Sie haben extra hier hinten ein tolles Plakat angefertigt, Moser und Kitzbühel. Ja, wir haben ganz viele Parallelen zu unserem Weingut. Wir sind das höchstgelegenste Weingut Österreichs. Wir liegen auf 720 Meter und wie ich weiß, diese Stadt liegt in etwa auf so viel. Und da gedeiht der Wein immer noch sehr gut in der Südsteiermark auf dieser Seehöhe? Extrem, da gibt es ganz besondere Schmankerl, aromareiche Weine. Das ist eben diese Höhen, dieses markante Klima, was man da so auf dieser Höhe hat. Aromareiche Weine, mehr Rot oder mehr Weiß? Wir haben zu 95% Weißweine, aber auch Rotweine, Zweigel zum Beispiel. Es kommt ja jetzt bereits der Junker heraus, das ist also der Jungwein. Und da meine Frage, wie ist er denn heuer ausgefallen, der 2008er? Der 2008er steht zurzeit gerade in Ernte, wird was Hervorragendes und es beginnt bereits das neue Weinjahr mit dem Junker. Und Sie sind hier in Kitzbühel in der Hinterstadt. Verkaufen Sie Ihre Weine mehr in Österreich oder exportieren Sie auch? Wir verkaufen unsere Weine europaweit, aber nicht so, dass wir rausfahren, sondern der Kunde kommt direkt aufs Weingut. Und der Konkurrenzkampf ist aber immer größer geworden. Mir kommt so vor, seit dem Weinskandal immer mehr Weine, die präsentiert werden. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Konkurrenz würde ich nicht sagen, wenn man dieses Fest anschaut. Da sind Winzer aus ganz Österreich eigentlich und wir können extrem gut miteinander. Ich muss in früheren Leben eine Rehblase gewesen sein. Ja, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ich auch nicht trinken, sondern essen. Ich hab den Roten gerade so gern als wie den Weißen. Jetzt können wir uns gleich hier rüberwenden. Hier ist eine Gruppe, die sehr animiert sich unterhält. Von wo kommen Sie denn? Aus Wien. Und was machen Sie in Kitzbühel jetzt hier? Schulung hier. Eine Betriebsräteschulung machen wir hier. Wo wird die abgehalten, die Betriebsräteschulung? In Kirchberg im Hotel
Der würde sagen, Alpenhof. Ja, bei uns dürfen Sie ruhig Schleichwerbung machen. Der Chef steht ja bereits neben Ihnen. Das ist der Chef vom Stadtfernsehen. Kennen Sie den Gerhard? Ja. Und hier trifft der wilde Osten auf den wilden Westen. Ich komme aus Burgenland, also der wildeste Osten, und trifft hier auf mildesten Westen. Ja, das Burgenland hat ja wunderbare Weine. Auch hier sind Burgenländer und Südsteirer und alles Mögliche. Und sie trinken da einen Weißen. Jetzt am Abend ist der nicht ein bisschen so, dass man nicht schlafen kann? Ich trinke normal nur Rotwein aus dem Burgenland. Mich hat ein lieber Kollege hier eingeladen auf einen Weißwein in die Steiermark. Für mich war Steiermark immer Schilcher. Aber in der Steiermark gibt es einen guten Sauvignon Blanc bei der Firma Moser. Das ist das höchste Weingut. Stehst mir nicht! Schnitt! Nein, nein, über das höchste Weingut haben wir bereits gesprochen. Gerhard Eilenberger, Chef der Stadtwerke, gute Beleuchtung hier drinnen, die haben natürlich gleich ein Zelt gemacht, aber du unterhältst dich mit diesen Betriebsräten, die hier geschult werden, sehr gut. Ist ja auch eine Belebung von Kitzbühel. Absolut. Mich freut es immer, wenn Leute nach Kitzbühel kommen, die sonst eigentlich an Kitzbühel vorbeifahren. Und die haben genau gewusst, da gibt es ein Weinfestel, da gibt es einen guten Wein und deswegen sind sie heute gekommen. Und ich unterhalte mich gut mit denen, weil die sind absolut nette Leute. Wenn er sagt vom wilden Westen und vom wilden Osten, wir sind friedliche Ostler. So ist es nicht. So ist es. Aber wir wollen nicht nur Männer interviewen, hier ist auch eine Dame, die da ist. Auch Weintrinkerin, ist das so, das, was Sie trinken, oder trinken Sie lieber Bier? Nein, ich bin eine Weintrinkerin, egal ob weiß oder rot. Wein und österreichischer Wein, bitte. Und trinken Sie den Wein nur zum Essen oder auch so, wenn man beisammen sitzt, gehen Sie zum Heurigen? Ich bin eine Gesellschaftstrinkerin. Also beim Heurigen, beim Essen, immer. So wie jetzt da, Stimmung, Wein, passt zusammen. Ja, Sie haben sich schon prima unterhalten. Sind Sie das erste Mal in Kitzbühel oder sind Sie schon öfter da gewesen? Das zweite Mal in Kitzbühel, aber das erste Mal wirklich Kitzbühel live erleben. Also außerhalb der Saison, sage ich jetzt mal, nicht Skirennen, immer was so, wo man Kitzbühel halt erfährt, als Wiener, sondern Kitzbühel mal in der Außenrennsaison, das passt schon total zusammen. Von der gemütlichen Seite sozusagen. Total von der gemütlichen. Und die Menschen erleben. Das ist schon was Schönes. Noch einen schönen Abend. Danke vielmals. Werden wir haben. Ja, der Abend ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Wein, Mineralwasser und dann bekommt man natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein Bedürfnis. Und es war eigentlich bisher immer ein bisschen eine Kritik, dass es keinen Ort gab, wo man eigentlich dann das Sache wieder loswerden konnte. Ihr habt aber da was gemacht. Ja, wir haben durch das, dass die, es ist nicht zumutbar für die ganzen Gastronomen in der Stadt, dass die, wenn man ein Fest macht, dass die alle auf die Toiletten gehen und nichts konsumieren und so. Und wir haben ja Gott sei Dank Firmen in Kitzbühel, wo man solche Wege zur Verfügung gestellt kriegt oder kriegt. Und haben wir dann organisiert, haben wir letztes Jahr schon gemacht, dass einfach die Leute ihre Bedürfnisse dort machen können und nicht die Gastronomen eben belästigen müssen, die was, wo sie nichts konsumieren. Also bei der Bezirkshauptmannschaft durchs kleine Tor hinaus und schon ist man dort beim schönen, eleganten Klowagen. Ja, Hausgemachte steht drauf. Wir sind jetzt hier beim Stand vom Hotel Bichelhof. Und zum Wein gehört natürlich auch ein bisschen was dazu. Was könnt ihr denn den Gästen alles bieten? Wir haben hausgemachte Cremesuppe, sehr gut, mit Bratwürfeln drauf, Kürbiskern und wirklich hausgemacht. Belegte Brötchen, dazu haben wir Verhackersbrot, Topfen, feinen Topfenaufstrich, Kürbiskernaufstrich und sehr gut unser Sulze, speziell. Da haben wir so richtig Kalbstaffelspitz mit einem guten Kürbiskerndressing drauf. Also hier kann man sich was holen, um eine gute Unterlage zu bekommen, um dann genügend zu trinken. Natürlich nicht Autofahren. Das soll so sein, richtig, ja. Also gute Unterlage da holen und nachher kurz ein Glas Wein trinken. Und wenn ich stirb, bitteschön, möchte ich ein Rehblas wieder werden.